ich dir sehr gerne zeigen, deswegen ich. Deswegen ich. Was ist das für ein Wort, Lena? Wirklich. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu 5 Büchern Neuzugängen, die ich mir in den letzten Wochen entweder selbst zugelegt habe oder die ich zugeschickt bekommen habe. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit den Schätzchen, die hier vor mir liegen und darauf warten, dir vorgestellt zu werden. Ich bin ja eigentlich gerade dabei, meinen Stapel ungelesener Bücher abzubauen und bin auch richtig fleißig und habe bis zu diesem Punkt auch knallhart durchgezogen. Ich war aber neulich mit ganz, ganz lieben Buchmädels Bücher shoppen und habe dann vorher schon festgelegt, okay, diese 3 Bücher kaufst du dir und nichts, was darüber hinausgeht, wird in deinen Korb kommen. Und ich bin auch tatsächlich standhaft geblieben. Ich habe mir genau 3 Bücher gekauft. Und das sind Bücher, die entweder zum Teil schon ein bisschen länger auf meiner Wunschliste standen oder die jetzt neu rausgekommen sind, wo ich sage, ich will von Anfang an mit dabei sein, dieses Buch zu lesen, weil ich Angst habe, gespoilert zu werden. Und diese 3 Bücher zeige ich dir jetzt mal. Ich habe sie mir alle auf Englisch gekauft und eins davon habe ich tatsächlich sogar schon gelesen und es geliebt. Also ich habe es nicht bereut, es gekauft zu haben. Ich habe für mich beschlossen, wieder mehr auf Englisch zu lesen. Die gibt es aber auch alle 3 auf Deutsch. Das eine ist The 7 Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Das andere ist Under the Whispering Door von T.J. Klune. Und das letzte ist The Murders at Fleet House von Lucinda Riley. Fangen wir doch einfach mal mit The 7 Husbands of Evelyn Hugo an. Auf Deutsch heißt das Buch Die 7 Männer der Evelyn Hugo. Hast du dir vielleicht schon gedacht. Es geht jedenfalls um Monique. Monique ist Anfang, Mitte 30, ist Journalistin und träumt davon, eine Riesenkarriere eigentlich zu starten. Also sie hat auch wirklich Talent, was das Schreiben angeht, aber bei ihrem Arbeitgeber wird sie noch so ein bisschen ausgebremst. Und es ist dann eines Tages so, dass die Anfrage von Evelyn Hugo kommt, ob nicht jemand bei ihr vorbeikommen möchte, um mit ihr ein Interview zu führen. Und es wird explizit nach Monique gefragt. Und sie denkt sich so, wie bitte? Evelyn Hugo ist einer der größten Hollywood-Stars, die die Welt jemals gesehen hat. Sie ist jetzt so um die 80, also 79 Jahre alt, hat sich jahrelang schon zurückgezogen und man weiß auch gar nicht so viel über ihr Privatleben. Man weiß, dass sie 7-mal verheiratet war und dass sie ziemlich viel gemacht hat, um überhaupt erst berühmt zu werden und aus sich so eine Ikone zu machen. Aber sie hat noch nie offen über ihr gesamtes Leben gesprochen und sie hat auch Interviews nicht so gerne gegeben. Es ist so, dass Monique dorthin geht und eigentlich denkt, sie hält ein Interview mit ihr darüber, dass Evelyn ihre 12 Kleider irgendwo versteigert, ja. Wo man schon Millionen dran verdient, ehrlicherweise. Denn alle Leute sind verrückt immer noch nach Evelyn Hugo. Sie geht dorthin und denkt, dass das der Grund ist, warum sie da ist und fragt sich natürlich, wieso will diese Ikone ausgerechnet, dass ich diese Geschichte aufschreibe? Und es ist dann so, dass sie dort ankommt und Evelyn ihr nicht nur dieses Interview geben will, sondern ihr anbietet, dass sie die komplette Autobiografie von ihr schreiben kann. Dass ihr schonungslos ehrlich ihr komplettes Leben offenbart und sobald sie tot ist, darf Monique dieses Buch, diese Autobiografie veröffentlichen. Und Monique denkt sich so, wieso zum Teufel solltest du mir das anbieten? Ich verdiene damit Millionen von Dollar. Was ist denn hier los? Ja, und so lässt sie sich dann aber drauf ein und erfährt die komplette Geschichte von Evelyn Hugo. Du erfährst alles über ihre 7 Männer, du erfährst alles über die Person, die sie mal war und die sie dann geworden ist. Sie ist sehr rücksichtslos, sie steht sehr jung schon im Rampenlicht, weil sie das auch gerne möchte. Und sie hat aber ziemlich viele Opfer, die sie eigentlich darlegt, um überhaupt dieses Leben führen zu können. Es geht darum, wie es ist, berühmt zu sein. Es geht darum, was man für diesen Fame aber auch opfert. Und es geht um das, was Evelyn alles getan hat, um dahin zu kommen, wo sie ist. Es geht um ihre liebsten Menschen. Es geht darum, dass sie sich ihr Leben lang eigentlich versteckt hat, obwohl sie immer in der Öffentlichkeit stand. Es hat mich wirklich, also es hat mich wirklich zerrissen, dieses Buch. Ich fand es mega gut. Ich kann es jedem empfehlen. Ich war richtig versunken in die Seiten. Es ist immer auch gespickt mit Meldungen aus so Klatschzeitschriften, ja, um auch zu sehen, wie eben die Öffentlichkeit denkt, wie Evelyn ist. Und im Kontrast dazu hast du eben ihre eigene Erzählung. Richtig gut. Richtig gut. Das ist der erste Neuzugang, den ich habe, den ich schon gelesen habe. Die anderen habe ich noch nicht gelesen, deswegen kann ich dir zu den anderen natürlich noch nicht so ausführlich was sagen wie zu dem. Aber ich denke, dieses Buch wird auch in
den nächsten Videos, die es hier in den nächsten Jahren geben wird, immer mal wieder auftauchen, weil ich wirklich begeistert war. So, dann konnte ich natürlich nicht an dem neuen Buch von Lucinda Riley vorbeigehen. Falls du es nicht mitbekommen haben solltest, Lucinda Riley ist ja letztes Jahr verstorben. Und dieses Buch hat sie wohl schon 2006 geschrieben. Und ihr Sohn stand jetzt vor der Entscheidung, ob er das Buch quasi so, wie seine Mutter es geschrieben hat, veröffentlicht oder ob er noch mehr Änderungen vornimmt. Und er hat sich dann aber dazu entschieden, das Buch nur mit ganz, ganz minimalen Feinheiten nochmal anzupacken und es ansonsten so zu veröffentlichen, wie seine Mutter es geschrieben hat. Und das war für mich auch ein Grund zu sagen, dass ich mir das mal auf Englisch kaufe, weil ich bisher Lucinda Riley ja nur in der Übersetzung gelesen habe. Und da das Buch eben auch zu keiner Reihe gehört, dachte ich, ist es mir auch egal, wenn es halt viel größer ist und nicht zu den anderen passt optisch. Ich will einfach Lucinda Rileys Feder mal auf Englisch lesen und so oft werde ich dazu ja nicht mehr die Gelegenheit haben. Natürlich kann ich mir die Bücher, die ich auf Deutsch schon gelesen habe, auch auf Englisch nochmal zulegen, aber das war für mich so die Chance, das zu machen. Auf Deutsch heißt das Buch Die Toten von Fleet House. Ich blende dir hier einmal ein, wie es auf Deutsch aussieht, das Cover. Das ist eher so in kühleren Blautönen gehalten und auf Englisch hat es hier ja auch so rot mit dabei. Also wenn man das einfach nur so sieht, sieht es irgendwie ein bisschen aus, als wäre das einfach nur ein Roman. Es ist aber tatsächlich eher ein Thriller. Und hier geht es darum, dass ein ganz beliebter Schüler eines Elite-Internats tot aufgefunden wird und die Ermittlungen beginnen und alle sich denken, hä, wie konnte das denn passieren? War das ein Unfall oder war es Mord? Und im Laufe der Ermittlungen kommt dann relativ schnell raus, dass der ermordete Schüler, Chris heißt er, glaube ich, ein ziemliches Arschloch war, ziemlich manipulativ, Leute echt richtig dreckig behandelt hat und dann natürlich immer mehr die Frage in den Raum rückt, ob es nicht doch ein Mord war. Die Ermittlerin, die mit diesem Fall betraut wird, heißt Jess und Jess merkt, dass sie ziemlich tief graben muss, um diesen Fall und alle Geheimnisse rund um Fleet House überhaupt aufzudecken. Und ich finde, es klingt so spannend. Ich weiß nicht, ob hier auch wieder ein Switch zwischen Vergangenheit und Gegenwart stattfinden wird, wie es ja bei Lucinda Riley oft der Fall ist, oder ob die ganze Geschichte in der Gegenwart spielt und eben Vergangenheitselemente mit reinkommen. Das werde ich aber rausfinden. Und ja, ich habe halt hier immer wahnsinnig Angst, wenn ich zu lange warte, dass mich einfach irgendjemand spoilert. Und Lucinda ist eine meiner liebsten Autorinnen und deswegen dachte ich mir, gut, das gönne ich mir jetzt mal. Ähnlich war es auch bei dem neuen Buch von T.J. Klune, was ja gar nicht mehr so neu jetzt ist. Aber auf Deutsch heißt das Das unglaubliche Leben des Wallace Price und auf Englisch heißt es eben Under the Whispering Door. His death was their beginning. Und auch hier habe ich gedacht, nachdem ich Mr. Parnassus so gerne gelesen habe, dass ich auch gerne mal den Originalschreibstil von T.J. Klune kennenlernen möchte. Deswegen habe ich es auf Englisch. Und hier geht es um Wallace Price, wie zumindest der deutsche Titel erkennen lässt. Das Cover ist übrigens dasselbe auch auf Deutsch, also deswegen blende ich es dir nicht ein. Es geht um Wallace Price, einen erfolgreichen Anwalt, der stirbt. Und er kommt in eine Zwischenwelt, wo er von einem Wächter namens Hugo darauf vorbereitet werden soll, ins Jenseits gebracht zu werden. Und Wallace will gar nicht akzeptieren, dass er tot ist, weil er muss ja noch Arbeit erledigen, ja? Die Arbeit ist wirklich sein Leben. Und Hugo gibt ihm dann so ein bisschen, Gnadenfrist, um seine Angelegenheiten zu klären. Und dabei stellt Wallace dann fest, dass die Arbeit vielleicht doch gar nicht das ganze Leben ist und dass er vielleicht ein paar Dinge verpasst hat. Für mich hört sich das irgendwie ein ganz kleines bisschen so an wie die Mitternachtsbibliothek von der Richtung her. Ich bin gespannt, denn Wallace findet hier halt so ein bisschen erst den Sinn des Lebens raus. Es soll ja wirklich schon sehr anders sein als Mr. Parnassus, was ich gut finde. Ich finde auch, dass man nicht immer die Geschichten miteinander vergleichen sollte. Ich bin extrem gespannt und ich werde natürlich berichten, wenn ich es gelesen habe. Und ich glaube auch, dass ich das im Juni lese, genauso wie das Buch von Lucinda Riley. Und dann sind quasi diese kleinen Ausrutscher vom Kaufverbot auch gar nicht mehr so schlimm. Jan Beck hat mir sein neues Buch zugeschickt, nämlich Die Spur, er wird dich finden. Und ich nehme ja eigentlich momentan keine Rezensionsexemplare an. Bei der Geschichte konnte ich aber dann doch nicht widerstehen und habe gesagt, bitte Jan, schick es mir zu. Er hatte mich nämlich gefragt. Und hier geht es um eine ziemlich entstellte Leiche, die in Lissabon gefunden wird. Und wenige Tage später wird eine ähnlich zugerichtete Leiche in Salzburg gefunden. Und es ist dann so, dass zwischen den beiden Morden ein Zusammenhang vermutet wird. Und die beiden Ermittler, die man auch schon aus den ersten beiden Teilen kennt, nehmen dann eben diese Ermittlungen auch an und schauen, was da los ist, ob da wirklich eine Verbindung besteht und vor allem, wie der Mörder oder die Mörder das eigentlich so schnell hinbekommen haben in zwei Städten, die halt so weit voneinander entfernt sind,
diese Morde anzurichten. Was ist da eigentlich los, denken die sich. Und dann merken sie, dass die Taten, wie es hier steht, mit einer einflussreichen Elite aus jungen Talenten zusammenhängen, die mitten in Europa agieren und deren Geheimnisse tödlich sind. Und das klang für mich so gut, dass ich nicht widerstehen konnte, Jan zu sagen, bitte schick mir das Buch zu. Ich finde immer, wenn dann so was Mysteriöses und so ein Zusammenschluss von Menschen dazukommt, dann ich kann da irgendwie nicht widerstehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und zu guter Letzt zeige ich dir noch dieses Buch, was einen wunderschönen Buchschnitt hat. Ich habe das in einem anderen Video auch schon mal gezeigt, aber ich habe ja gedacht, jetzt so der Vollständigkeit halber gehört das natürlich auch in die Neuzugänge rein. Das habe ich tatsächlich einfach so zugeschickt bekommen. Habe mich dennoch sehr gefreut, auch wenn ich davon vorher nichts wusste. Kingdom of the Wicked, der Fürst des Zorns von Carrie Maniscalco. Und hier geht es um eine junge Hexe namens Emilia. Ihre Zwillingsschwester wird ermordet und sie schwört sich, Rache zu nehmen. Egal, was sie dafür tun muss. Und dafür, um sich zu rächen, muss sie dunkle Magie benutzen. Sie trifft dann auf einen Höllenfürsten namens Wrath. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Und der kann ihr eben zeigen, wie sie dunkle Magie nutzt, um sich an denjenigen, die ihre Schwester ermordet haben, zu rächen. Dieser Höllenfürst ist jemand, der sehr, sehr gut aussieht und er schwört ihr, dass sie ihm auch vertrauen kann. Sie fragt sich aber natürlich so ein bisschen so, eigentlich bist du ja so ziemlich das, was das Böse verkörpert. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann, auch wenn du gut aussiehst. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da natürlich auch ein bisschen Love Story mit drin ist. Ich bin sehr gespannt. Klingt auf jeden Fall, finde ich, erstmal ziemlich, ziemlich cool. So, und das waren meine Neuzugänge. Du kannst ja gerne mal sagen, was du in den letzten Wochen so an Neuzugängen hattest. Und vor allem auch, ob du eins oder mehrere der gezeigten Bücher selber schon gelesen hast oder gerne lesen möchtest. Und wenn du The Seven Husbands of Evelyn Hugo schon gelesen hast, dann sag auch gerne, wie es dir gefallen hat. Es würde mich sehr interessieren, weil es für mich quasi gerade noch ganz frisch ist, dass ich das Buch beendet habe. Und ich lag gestern im Bett, als ich es zu Ende gelesen habe und habe wirklich richtig geheult und dachte mir so, ich muss mich mit jemandem austauschen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, falls du es schon gelesen hast, wenn du was dazu sagst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao.